So, da sind wir wieder. Wir wollten gegen den Leviathan kämpfen. Wir haben die ganzen aufgeblähten Raucherlungen platt gemacht und können das Gift, wir haben ein Gift bekommen, das müssen wir irgendwie injizieren, glaube ich. Bin mir nicht mehr sicher, auf jeden Fall müssen wir erstmal den Luftfilter aktivieren. Und Sauerstoffsättigung werden wiederhergestellt. Abschottung des Lebensmittellagers aufgehoben. Genau, damit das Lebensmittellager sich öffnet, worin sich eben dieser Leviathan befindet. Und ja, das scheint so eine Art Boss zu sein. Miniboss, Zwischenboss. Ich bin mir nicht sicher. Ups. Hier spricht Dr. Cross. Ich kann kaum glauben, was ich hier sehe. Das ist verrückt, total verrückt. Ich werde jetzt zum Schürfdeck gehen. Angeblich kommen alle Überlebenden dorthin. Jacob, ich warte da auf dich. Tja, Jacob, den gibt's anscheinend nicht mehr. Der ist entweder tot oder zum Necromorph geworden. So. Wir kriegen hier allerlei Munition. Die werden wir auch brauchen, ehrlich gesagt. Ich gehe fest davon aus, dass wir die brauchen. Ah, okay. Hierfür war das unbekanntes Gift. Antigen ins Filtersystem injiziert. Tja. Verdammt. Das Gift war nicht stark genug. Es lebt immer noch. Rein da und mach es unschädlich, bevor es das ganze Schiff kontaminiert. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet, dass es davon stirbt. Also, das war nur, um die Tür frei zu bekommen. Eintritt Schwerelosigkeit. Ja. Nee. Das gefällt mir aber nicht. Schlagen und so eine Runde machen, müssen wir quasi woanders hinspringen. So wie jetzt. Sonst hauen wir uns vom Spielfeld. Das wäre natürlich nicht mehr. Anders mal übrig. Ich schnappe mir gerade dieses Medipack. Das wird wahrscheinlich brauchen. Damit vielleicht besser zu steuern kann. Okay, ich hatte jetzt keine perfekte Möglichkeit zu schießen. Das war ganz gut. Jetzt zieht er sich wieder in sein komisches Loch da rein. Der muss kann was rauskommen. Genau so. Die wird dann eh nicht mehr aushalten. Die anderen zwei Zutaten sind ja schon kaputt. So in etwa. So, ich tippe mal drauf, dass die mit jetzt. Auf das komische Ding muss man anscheinend draufschießen. Los wahrscheinlich. Oh. Das ist jetzt nicht so tragisch. Okay. Das ist auf jeden Fall nochmal angreifbar. Lauf nach. Jetzt fängt er schon an.
geändert in der zweiten Phase. Und das auf uns heute direkt den Kern angreifen können. Ohne gegen die Tentakel zu kämpfen. Jetzt hauen direkt mal so eine komische Gasflasche da rein. Der Tarin scheint im Moment ja gar nicht zu sein. Ah, das war's schon. Ja. So, den Kampf, muss ich ehrlich sagen, finde ich ja relativ einfach sogar. Isaac, du hast es geschafft! Hammond, hören Sie? Die Sauerstoffsättigung normalisiert sich. Was ein Glück. Er ist schon wieder verschwunden. Kein Zeichen seiner Rick. Dann müssen wir wohl ran. Ich habe einen Plan, der uns von diesem Schiff runterbringt. Ich habe einen SOS-Sender auf dem Schiffdeck lokalisiert. Wenn wir da runterkommen und ihn aktivieren, können wir vielleicht einen Notruf absetzen. Oh Gott. Keine Ahnung, wie lange die Töne halten wird. Tja. Wir müssen zum Schiffdeck. Hat der jetzt nichts hinterlassen hier? Also keinerlei. Weiß ich nicht. Irgendein Loot. Irgendwas. Was ist das denn hier? Energie für die Energiekanone. Wir haben. Och, du Scheiße. Okay. Wir haben viele Medipacks. Viele. Ich benutze mal gerade eins. Nicht mehr das geht. Energie für die Energiekanone ist auf jeden Fall genug da. Gibt es hier etwas anderes? Noch Wichtiges? Ich sehe gerade... Boah, wir müssen mal ein bisschen mit dem Impulsgewehr arbeiten. Dass wir dann ein bisschen Inventarplatz frei machen können. Unter Umständen. Aber der hatte tatsächlich keinerlei... Sachen. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht gibt er uns so einen Halbleiter, einen Rubin oder vielleicht sogar Diamant. Aber nichts dergleichen. Gut. Ende der Schwerelosigkeit. Bewegen wir uns einfach mal zum Schürfdeck. Gucken wir, ob wir da was reißen können. Noch einmal zum Shop. Einfach nur aus dem einfachen Grund, dass wir wir tun mal die zwei großen da rein und ein paar mittlere Medipacks. Wie viel brauchen wir denn? 4 Stück nehme ich mal mit, weil das versperrt echt unseren Inventarplatz extrem. Gut, haben wir direkt wieder 6 Plätze frei. Dann kaufe ich doch mal am besten ein bisschen Munition für den Plasma-Cutter. Weil da haben wir nur noch ein Stack von und es geht relativ schnell leer. Deswegen will ich da ein bisschen vorgesorgt haben, dass wir nicht auf einmal da ohne Munition stehen und uns wie schon einmal der Kopf abgerissen wird. Das wäre natürlich nicht so geil. Ja, natürlich. Soll's denn sonst hingehen? Und upwards. Ja, ja. Also nächste Woche wird mein restliches Zeug da sein, was ich für das Setup hier brauche. Und ab da sollten die Folgen auch ein bisschen anders werden. Qualitativ, technisch besser einfach. Ich meine, es hat sich auf jeden Fall schon was getan im Vergleich zu den ersten. Erstmal zu Dead Space 1, Dead Space 2 und 3. Und zu den ersten, ich glaube, 10 oder 11 Folgen von Dead Space 1. Da habe ich noch die alten Teile benutzt und jetzt habe ich schon direkt neue Sachen
eingebaut, aufgebaut, angeschlossen. Aber es sind noch ein paar Dinge zu erledigen, deswegen wird es noch so bis Ende nächster Woche dauern. Und dann sollte es eigentlich vorwärts gehen. So, Kapitel 6 ist geschafft. Speichern wollen wir auch. Wo geht's jetzt hin? Ins Leere. Auf zum Schürfdeck. Oder wie heißt es? Das könnte unsere letzte Chance sein, hier rauszukommen, Isaac. In der Schiffbucht ist ein Asteroid, der nur darauf wartet, geschmolzen zu werden. Wenn du den SOS-Sender daran befestigst, kannst du ihn vom Schiff wegschießen und wir bekommen vielleicht ein besseres Signal. Der Sender ist auf dem Wartungsunterdeck. Du kannst den Asteroiden vom Kontrollraum aus starten. Mist, der Kontrollraum ist abgeriegelt. Aber es sieht so aus, als bewahren sie für Notfälle eine Zugangskarte auf dem Verarbeitungsunterdeck auf. Hätte es zur Abwechslung nicht mal einfach sein können. Ich weiß nicht, wie lange ich das Ganze noch ertrage. Ja, die wird ja sowieso langsam irre. Einfach wird es hier nie, also. Was glaubt die denn, wer wir sind? Hallo, wir sind Isaac Clarke. Hier wird gar nichts einfach. Wir haben jetzt, meine ich, 4 Knoten schon. Oh ja, die können wir auf jeden Fall schon mal einsetzen bald. Wird langsamer Zeit. So, was gibt's denn hier alles? Caution. Sensitive electronic devices. Na? Okay. So. Hier ist zwar eine Werkbank, aber ich gucke erstmal da drüben, ob da noch irgendwas ist. Damit wir. Ist hier nicht auch ein Shop, genau. Da habe ich mich zum Glück nicht versehen. Wir gehen erst zum Shop. Und dann. Kampfmusik? Hm, doch nicht. Wir gehen erst zum Shop und dann zur Werkbank. Damit, falls wir einen Knoten kaufen, nicht als hin und her laufen müssen. Einfach besser so. So. Ich habe wieder einen Haufen. Ich tue schon mal wieder ein mittleres Medipack weg. Energie für die Laserkanone. Und ich auch Energie für die Energiekanone. Boah, sehr viel. So viel brauchen wir gar nicht. Höchstens immer ein Stack. Jetzt bin ich rausgegangen. Ich wollte noch was kaufen. Wie viel haben wir denn? 9000. Das ist. Nee, das sparen wir mal lieber. Ich bin immer noch drauf gespannt, wann wir den Level 4 Anzug bekommen. Weil nach und nach werden die Inventarplätze halt immer weniger. Und tja, je weniger Sachen können wir halt einfach mitnehmen. So. So. Ich mach mal den hier und den hier. Kann ich hier noch irgendwo einen reinhauen vielleicht? Dann zapfe ich den Knoten nochmal an. Dass wir da ein bisschen Fortschritt haben. Die ersten zwei Dinger zu skillen bringt halt nicht wirklich viel. Deswegen machen wir da ein bisschen weiter. So. Ich werde versuchen, das System zu überbrücken. So, wir befinden. So, Wartung. Oder Verarbeitung? Ich bin mir nicht sicher. Wir fahren erstmal in die Verarbeitung. Gucken mal, was es da gibt. Wenn es da nicht großartig. Was war das? Wow! Da nicht großartig weitergeht. Verdammt, was ist denn hier los? Ich stehe mich jetzt hier in die Ecke. Ja. Okay. Einfach regeln. Das hat jetzt gerade ein bisschen Munition gekostet, aber
gleichzeitig uns den Arsch gerettet. Oh. Hier ist sogar unser Questziel. Nämlich die gerade mal. Ich meine, die Kleinen, die halten so wenig. Momentan. Können wir die auch einfach mal reinhauen. Hier, Tempo. Ich habe Elisabeth gefunden, aber in dieser gottverdammten Bucht ist nicht ein einziger raumtauglicher Flieger. Jacob, beeil dich. Wir müssen einen Sender finden. Es muss hier irgendwo einer sein. Ein Flieger. Das heißt, die wollen von... Die wollten von hier abhauen. Das scheint nicht so gut für uns zu haben. Oh, so gut. Gut, ganz schwer. Oh, das funktioniert auf jeden Fall ganz gut hier. Das hat der Stadt hier ehrlich gedacht. Nein. Okay, also gegen den Großen hat es jetzt nicht so viel gebracht, da haben wir ein bisschen Munition verschwendet. Aber die Waffe ist perfekt für, wenn wir jetzt viele Gegner auf einmal haben, beziehungsweise Quarantänemodus oder ja, wie eben im Aufzug, wo man auf engstem Raum arbeiten muss, ist das eigentlich schon nicht schlecht. Ich auf jeden Fall sinnvoll einsetzen. Und die fliegen auch ganz schön weit. Und wenn ich nah an den Rand bin, quasi in Nahkampfreichweite, dann kann ich die auch theoretisch mit einem Schuss töten. Weil durch die Druckwelle einfach Arm und Beine wegbrechen. Und da... Stopp. Das hört sich nicht gut an. Was war das? Irgendwas ist da hinten. Wir wissen nicht, was. Weil es da hinten links um die Ecke geht. Deswegen rüsten wir diese Waffe aus. Ja, das funktioniert doch schon mal ganz gut. 1 zu 3. Damit kann ich mich auf jeden Fall anfreunden. So, gucken wir uns hier gerade mal schnell um. Und dann hängen wir mal am Shop rum, wenn es nötig ist. Textbox finden wir vergleichsweise echt wenig, muss ich sagen. Also, an den Shop müssen wir jetzt eigentlich nicht. Deswegen gehe ich einfach mal weiter. Was gibt's hier? Eintritt Schwerelosigkeit. Die Tür zur Weiterverarbeitung hat eine Notfallsicherung. Sie wird sich nicht öffnen lassen, bis die Schwerkraft wiederhergestellt ist. Das kannst du aber nicht, bis diese Steinbrocken daraus sind. Vielleicht kannst du sie mit deiner Chinesewaffe in den Schwerkraftstrahl befördern. Okay, das hatte ich auch vor gerade, weil das ziemlich offensichtlich war. Eintritt Schwerelosigkeit. Was passiert, wenn ich die Tür da reinwerfe? Ne? Da. Flupp, weg ist er. So, Nummer 1. 4 Anomalien. Ich kann ehrlich nicht lesen, was da steht. Doch. Jetzt. Gefährliche Anomalien entdeckt. Bitte vor. Moment. Ich höre gewisse Sachen. Huch. Okay, wir halten ein bisschen mehr. Komm hier schon endlich. Nicht unendlich, wollte ich sagen. Die Waffe ist echt praktisch, muss ich sagen. Besser als ich erwartet hatte sogar. Jetzt komme ich. Sag mir nicht, dass ich da jetzt nicht dran komme. Da komme ich dran. Hochspringen vielleicht. Beziehungsweise darüber zerstört. Müsste ich springen können. Ja.
ist er. Ich kann mich ein bisschen konzentrieren, weil ich mich gerade echt genervt habe. Sicherheitshalber alles nachladen. Wenn wir Munition haben, warum nicht? Dann nehme ich mal so eins. Kann ich jetzt mal, ohne genervt zu werden, bitte darüber? Haben wir keine Munition mehr für die Waffe? Okay. Die geht schon relativ schnell leer. Vor dem Betreten des Kontrollraums muss die Schwerkraft wiederhergestellt werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Mach schnell. Erinnerung. Vor dem Betreten des Kontrollraums muss die Schwerkraft wiederhergestellt werden. Mein Lied zerstört. Ja, danke für die Erinnerung. Zum zweiten Mal. So, wo ist die Schwerkraftsteuerung? Alle freischwebenden Anomalien zerstört. Schwerkraft kann jetzt wiederhergestellt werden. Vor dem Betreten des Kontrollraums muss die Schwerkraft wiederhergestellt werden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Kannst du mich schon am Arsch lecken? Vielen Dank.